Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bus Simulator. Unsere neue Aufgabe habe ich im letzten Part vorgelesen. Falls ihr wissen möchtet, was dies ist, schaut euch doch einfach unseren letzten Part zum Bus Simulator an. Kurz und bündig. Fahrt beginnen mit dem Urban Way. Und Rundfahrt ist tatsächlich aus. Ah ja, okay. Entweder man spielt Loop-Modus oder Rundfahrt. Aber Loop-Modus und Rundfahrt ist nicht drin. Warum wird... Das ist nicht gut. Fahrt müssen wir nochmal abbrechen. Weil ich will die Fahrt, ehrlich gesagt, nicht umsonst fahren. Weil wir haben ja eine gewisse Strecke vorgegeben. Wenn es dann heißt, keine Ahnung, Umbaumaßnahmen, eine Haltestelle weg, dann kriegen wir möglicherweise gar nicht die Aufgabe gelöst. Das will ich nicht nochmal testen. Wenn ich das Spiel eigentlich jetzt gerne abschließen würde, ein DLC werde ich auf jeden Fall nicht kaufen, vielleicht mal in einem Sale. Aber fürs Erste will ich mal mein Lenkrad wegpacken. Und erstmal eine Rollstuhlrampe rausholen. Weil mein Ziel ist es jetzt, ein weiteres Projekt abzuschließen. Und dann kann ich endlich mal wieder das Lenkrad zurückzu in meine Schachtel verpacken. Und das Ganze dann wieder ganz normal aufräumen. Dann ist es auch mal wieder weg. Steht schon jetzt über ein halbes Jahr in meinem Zimmer. Muss nicht unbedingt sein, würde das gerne loshaben. Was natürlich nicht heißt, dass ich es verkaufen oder verschenken werde, aber ich will es nicht mehr im Zimmer stehen haben. Aber dennoch in meinem Besitz natürlich. Frage. Mounty hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Okay, muss man nicht verstehen, es will keiner aussteigen. Manchmal ist das auch so komisch, da bedanken sich die Fahrgäste, oh, vielen Dank, dass sie pünktlich sind, aber keine Sau steigt aus. Also warum interessiert die dann, ob wir pünktlich an der Haltestelle sind, wo die nicht aussteigen? Das macht mir mal längere Zeit darüber nachdenkt schon Sinn, aber als Erstes macht es mal keinen Sinn. Da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. So. Ohne Rampe kann ich nicht runterfahren. Ja. Absolut pünktlich. Gedulden Sie sich. Danke sehr. Wir sind ja nicht mal am Ziel und Sie schreien schon. Hallo. Es ist ja genauso bescheuert wie... Lass mich ein gutes Beispiel bringen. Höre zu. Wie wenn man auf einer Hochzeit ist, die Hochzeit gerade mal fünf Minuten in Gange ist, die Rollstuhlrampe. Und man dann schon schreit, ja. Also ja, ich will heiraten, obwohl die Frage erst eine Stunde später kommt. Ich weiß, war kein gutes Beispiel, aber es war ein Beispiel, wo sich jeder vorstellen kann und darauf... Ach, das hat er gemeint. Darauf kommt's an. So. Sein. Boah, es ist viel zu heiß draußen. Also manchmal schlägt die Laune von den Fahrgästen wirklich richtig um. Manchmal sagen sie es total freundlich, dann mal total angewidert, angepisst, wenn man das so sagen kann. Und wir müssen nicht abbremsen. Toll. Der Bus fährt schon ziemlich langsam an, muss ich sagen.
Was mich eben auch stört, dass der halt außerhalb von der Ortschaft nicht mehr wie 100 fährt. Ich hab vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Nicht mehr wie 85 fährt und keine 100. Ein bisschen blöd. Weil ich meine, im echten Leben fahren die Busse auch 100 km/h. Ne? Die tuckern da nicht mit der 80 auf der Landstraße rum. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ah ja, so ein schöner Tag. Und die Gesten sind manchmal auch ganz schön kurios, muss man sagen. Wie die hier so von sich gehen. Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. NPC. Könnte man auch ganz einfach, wenn man vom falschen Eck hört, im PC verstehen. Total doppeldeutig. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Hi. Rathaus. Hi. Hi, hi, heißt der Teil. Fahrkartenkontrolle, to the sky. Augen. Was? Ach so, wo hab ich den? Na klar. Das sieht hier, wieder bitte. Schlecht aus. Klar. Das sieht wieder schlecht aus. Keine Schwarzfahrer an Bord. Es ist ein Trauerspiel. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar, ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Rathaus. Komm, wir besuchen mal den Bürgermeister. Sagen wir dem: Hey, Junge, du musst gucken, dass du die Straße reparierst. Ansonsten kann ich nicht Bus fahren hier. Oh, so ein schickes Rathaus. Blöd. Kommen wir mal ein kurzer Spontanspaziergang. War hier noch nie. Cool. Der sieht auch schon ziemlich herbstlich aus. So gelbes Gras. Wo die Farbe verliert, wo schon ein bisschen angetrocknet ist. Auf manchen Straßen liegen Bäume. Das ist ein schickes Rathaus. Muss ich schon sagen. So, meine Fahrgäste, ich komme wieder zurück. Manchmal rufen die einem auch so hinterher und sagen sie voll entsetzt: Bleiben Sie doch hier! Oder wo gehen Sie hin? Das finde ich auch immer ganz lustig. Bleiben Sie hier! Das hört sich so an wie: Bitte gehen Sie nicht, alleine habe ich Angst. Da kommt schon wieder die Müdigkeit. Ach, 0.57 Uhr. Die Nacht ist früh. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Na gut. Nie wieder zu Fuß gehen ist ein bisschen schwierig. Es sei denn, man ist im Rollstuhl und kann nicht mehr gehen. Oder man hat zu Hause Rolltreppen. Noch ein Tag, dann habe ich endlich frei. Die man benutzt. Oder auch sonst überall mit irgendwas zum Einkaufen fährt. Ohne einen Schritt zu laufen. Das haben wir schon überfahren. Schalt doch um auf grün. Ja, es gibt nichts langweiligeres als rote Ampeln. Vor allem, was halt auch ganz schlimm ist, man ist irgendwo auf einer Straße, da stehen 10 Ampeln hintereinander. Die Straße ist, sagen wir, 500 Meter lang. Ja? Und dann eine Ampel auf grün, durch die fährt man durch.
Dann die nächste ist auf Rot. So, dann wird die wieder grün. Und dann fährt man zwei Ampeln weiter, vielleicht 100 Meter, wo noch alles grün ist. Und die dritte Ampel nach 100 Meter ist dann eben wieder rot. Das verstehe ich manchmal überhaupt nicht. Dass die Ampelschaltung so blöd sein kann. Was auch interessant ist, das wäre hier auch noch ganz geil im Bussimulator. Es gibt ja im richtigen Bus so einen Knopf. Da kann man quasi dann der Ampel ankündigen, okay, da kommt jetzt ein Bus. Wenn der jetzt so ein bisschen Verspätung hat oder so, wie kommt's? Dann verringert dieses die rote Phase und schaltet somit schneller auf die grüne um, dass der Bus dann da durch kann. Die Busfahrer können wirklich zum Teil das ein bisschen beeinflussen. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Na okay, 15.600 ist in Ordnung. Insgesamt haben wir 622.000. Der Gewinn exponentiell nach oben. Das ist gut. So. Alle Haltestellen der benötigten Strecken benötigen. Das markiert ja nur die Strecke. Oder? Oder welche Haltestellen sind jetzt hier? Nee. In dem Fall sind die anders verfärbten, die wo noch nicht auf Level 5 sind. Ist keine mehr verfärbt. Ist das Level? Das Bushaltestellenlevel. Ah ja, du kannst das Level einer Bushaltestelle erhöhen, indem du sie selbst bedienst. Ja gut, dann müssen wir den ganzen Sheet nochmal fahren. Die sind dann alle Level 3. Auf Level 5 müssen die sein. Ui. Level 11, das ist krass. Ja gut, dann müssen wir hier nochmal fahren. 12 Minuten. Komm, wir machen ein bisschen wieder Überlänge. Es sein muss eine halbe Stunde. Aber dann fahren wir hier nochmal. Fahrt beginnen. Aber die fahren wir im Rundfahrtmodus. Ich hoffe, dass es uns jetzt hier nicht zerschießt und sagt, okay, wir müssen trotzdem im Loop-Modus fahren. Das wäre nämlich blöd. Aber in dem Fall bringen wir die einfach mal auf Level 5, die Haltestellen. So ein schöner Tag. Boah, es ist viel zu heiß. Das Wetter ist einfach wundervoll. Oh, wir haben einen kleinen Bus. Aber egal. So viele Leute fahren da eh nicht mit in diesem Gürtel. Tempomat raus, von daher ist das gar nicht so dramatisch. Gut, dann nach dieser Fahrt und nach soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Der YouTube-Aufnahme nehme ich erstmal keine YouTube-Aufnahme mehr auf. Weil das sonst einfach nochmal dieselbe Strecke wäre. Das wäre ein bisschen langweilig. Dann fahren wir noch die andere auf Level 5. Und dann geht's in der Story weiter. So, nochmal einen Blinker setzen. Ich glaube, den Tempomat haben wir rausgemacht. Ja. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Oh, der Bus, der lässt sich ein bisschen leichter lenken. Da wir haben zu früh. Ne, gerade noch richtig.
Manchmal blinkt man ja auch zu früh. Danke, dass Sie so freundlich sind. Das Spiel geblinkt beim Geradeausfahren, was natürlich nicht optimal ist, gar keine Frage. Ich liebe die Sonne. Meine, bis die endlich mal alle eingestiegen sind. Das dauert manchmal Jahrhunderte. Hoppla, 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 ganz vorsichtig. Manchmal verhaspel ich mich hier ein bisschen. Wenn ich merke, oh weia, jetzt wird's knapp, dann lenke ich zu stark nach links und zu stark nach rechts und dann fahre ich erst recht rein. In den Unfall oder in den Menschen oder in wen auch sonst immer. Oh, Passagier zurückgelassen. Oh. Naja, kann ich jetzt auch. Das hat er gemeint. Los! Jetzt! Fahren Sie ein Rennen? Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Ja, gut. Warum habe ich da jetzt geblinkt? Unaufmerksamkeit lässt grüßen. Paul Panzer, begrüße Sie. Oh, das hat sie gemeint. Alter, von dem habe ich ja schon ewig nichts mehr gehört. Mein Gott, lauf doch mal schneller. Man könnte meinen, wäre hier eine Rentnerversammlung. Was ist hier so schnell laufen, zu langsam laufen. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. So, diesmal machen wir keinen Abstecher zum Rathaus. Da war es wieder, dieses Verhaspeln. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Meistens kriege ich es dann ganz gut in den Griff, aber manchmal passiert es dann auch, dass dann der Unfall erst recht provoziert wird. Wie ich diese rote Ampeln hasse. Das ist nicht zu glauben. Sie sind richtig warm geworden, die Festplatten. Von der Formatierung. Ich habe nämlich das erste Mal meinen fetten USB-Hub rausgeholt. Da habe ich dann gleichzeitig drei Festplatten formatiert. Muss ich nachher dann noch wegpacken. Dann habe ich den auch mal benutzt. Das nenne ich guten Service. Zap, zap und schwuppdiwupp. Hallo. Hallo. Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Beschissen. Oh, es war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Das hasse ich an diesem Gürtel-Dings. Die roten Ampeln. Aber wir müssen ja eh nochmal fahren, weil wir ja Rundstrecke fahren. Und daher weiß ich jetzt nicht, lassen wir den Part laufen oder beenden wir ihn? Am Schluss hat es wieder die Rundstrecke rausgehauen und wir fahren doch wieder in den Modus. Wenn ich jetzt im Loop-Modus nicht sagen kann, was da jetzt bitteschön anders ist.
Weil der ist ja genau gleich wie Rundfahrt und so. Also nur, dass wir halt nicht nochmal alles zweimal abfahren. Weiß überhaupt nicht. Alexa, was bedeutet Loop? Doch nicht Lupe. Alexa, manchmal fühle ich mich, als wäre was bedeutet Loop? Lulu. Alles klar. Alles klar. Aber ich glaube, wir machen einfach mal. Nee, komm, das fahren wir jetzt schon noch hier fertig. Los, komm. Mein Fuß, der brennt schon. Will aufs Gas drücken. Ich überlege mir, einen Hund anzuschaffen. Echt? Kommt's? Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Ja, Hunde machen Arbeit. Das ist richtig. Aber es ist auch schön, einen Hund zu haben. Danke. Ach, ich liebe die Sonne. Endlich. 5 Minuten 50. Zu pünktlich sozusagen. Aber ist gut. Was stinkt denn hier so? Okay, den Transporter brauchen wir gar nicht überholen. Weil der nehme ich woanders hin. Nein, mein Akku ist schon wieder leer. Das hört sich ärgerlich an. Oder entsetzt. Mein Gott, Leute, entscheidet euch. Steigt ihr in diesen Bus ein oder nicht? Ist auch so ein scheiß Lied, oder? Weiß der Geier oder weiß es nicht? Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Dann biegen wir hier mal links ab. Moment, wo ist meine Tasche? Ich hab nix, ich bin unschuldig. Jetzt haben wir drei rote Ampeln hintereinander. Muss das sein? Das macht die YouTube-Folge nur unnötig länger. Hey, was machen Sie so? Tja. Ich war mal Banker, aber das hat sich nicht ausgezahlt. Ja, ja, wissen wir. So. Hoffe ich, dass die Haltestellen danke, dass Sie auf so jeden Fall sind. Level 5 sind. Oder zumindest mal die. Ja, doch, die Haltestellen. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Es ist gar nicht so einfach zu trinken und dann noch mit dem Lenkrad lenken. Hinter der Leidenschaft ist so eine geniale und dann noch keinen Serie. Unfall bauen, das ist ja schon fast eine Meisterleistung. So, das ist die letzte Haltestelle. Fahrkartenkontrolle vergessen, weil es eh wieder keiner dabei. Genau, pünktlich. Lohnt sich nicht. Ob das jetzt eine perfekte Runde war, seht ihr, wenn das Licht angeht. 1, 2 oder 3.
Oh nee, das ist noch gar nicht die letzte Haltestelle. Dann machen wir vielleicht doch noch eine kurze Kontrolle. Aber die Siegerstraße. Oh. Den Namen haben sie von Pokémon geklaut. Gibt es nämlich auch die Siegerstraße. So, halten wir auf dem Zebrastreifen. Ja. Für Fußgänger Durchgang verboten. Was? Hier. Wo hab... Na klar. Klar. Hier ist die... Was? Klar. Oh. Augen. Hier. Ich hätte es mir schenken können. Es war irgendwie klar. Manchmal ist es so klar, dass kein Schwarzfahrer dabei ist. Dann ärgert man sich, wenn man das schon vorher geahnt hat und es hat sich dann doch noch bestätigt. Absolut. Das ist manchmal ein bisschen lästig. Danke sehr. Und jetzt kusch kusch alle raus hier. Damit ich die Fahrt beenden kann. Ende. Ah ja, stimmt. Ein Passagier zurückgelassen und ein Blinker ausgelassen. Angelassen, nicht ausgelassen. So, 15.600 Einnahmen. 823.000. Jetzt wird spannend. Streckenmodus. Ach Mist. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Level 4, Level... Hallo? Warum zeigst du es jetzt nicht mehr an? Naja, blöd. Ach, die sind wir gefahren. Okay. Nee, da müssen wir noch einmal fahren. Da müssen wir noch mal fahren. Aber für YouTube bedanke ich mich an dieser Stelle beim Zuschauen. Den Rest mache ich erstmal ohne euch. Und wenn wir dann hier alle Haltestellen auf Level 5 haben, dann geht's weiter. Genau, dann schalte ich mich einfach wieder hinzu. Und für den Twitch-Stream geht's jetzt weiter. Aber für YouTube, Metal out, meine Freunde.